Jetzt nochmal. Ich bin hier schön braun heute, Mütze. Ich habe wieder die Kellerbräune. Kellerassel. Kalkwand. So, kann ich jetzt auch nicht dafür. Ja, hallo, Burgheide, hallo Welt. Da sind wir wieder, der Matze. Und der Lutze. Und der Lutze. Und bevor es losgeht, Matze, walte deines Amtes. Warte mal, auf Klatsch geht es auch langsam hoch. Pass auf, habe ich eingestellt. Nicht runter, hoch geht's. Ach so, hoch. Okay. Ja, da ist er wieder. Die Mauer. Und die Mauer muss her. Ja, weil wir müssen uns schützen. Viele, viele Termine. Wir müssen uns heute mal ein bisschen beeilen. Wir haben noch einen langen Film hinten dran. Warte, ich glaube, ich rutsche aus dem Bild. Pass auf, jetzt mal so. Jetzt. Bist du wieder da? Da hast du wieder gewackelt an der Kamera. Ja, ich kann das. Okay, wir fangen mal gleich an. Freiwillige Feuerwehr Burgheide, Sascha Hohenstein. Wir haben zum Glück eine ganz tolle Freiwillige Feuerwehr hier im Ort, die ganz rührig sind, auch gestern Abend schon wieder im Einsatz waren. Mhm. Warum, weiß ich noch nicht. Aber doch, kann ich dir sagen, die haben ja wieder abgebrochen, hat gebrannt bei Darmsdorf oder so. Lenin, der große Flächenbrand, ah, genau. Ja, genau. Ja. Und der Ortswehrführer war jedenfalls hier und hat mir ein paar Infos gegeben, weil es am Wochenende bei der Trockenheit hier in Burgheide ziemlich viel in den Gärten rumgebrannt hat. Mhm. Ja, weil die Leute machen Feuer und haben es nicht im Auge, dass wir Waldbrandgefahrenstufe. Ich zeig's nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier ist auch das Bild dafür haben. Und er hat mich gebeten, nochmal darauf hinzuweisen, dass ab Waldbrandwarnstufe 3 kein Feuer mehr gemacht werden darf. Wir haben jetzt 5. Verstöße gegen die genannten Vorschriften stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit empfindlichen Geldbußen bis zu 20.000 Euro geahndet werden. Darüber gibt es natürlich auch Satzungen der Kleingartenverbände, Miet- und Pachtverträge und so weiter, die zu beachten sind. Und Feuer im Wald ist natürlich verboten. Logisch. Mindestabstand von 50 Metern im Wald und bei Grundstücken in Waldnähe mindestens 30 Meter Abstand. So steht es geschrieben, und zwar in der Landforstwirtschaftsschutzfeuerverordnung, wie immer die sich nennt. Und man findet natürlich, ich weiß nicht, der Link ist ganz schön lang, wenn ich den jetzt hier reinschmeiße. Nee, das macht keinen Sinn. Ins das Bild macht bringt das Sinn. Nichts. Nein. Wir haben das Bild hier mit der Waldbrandwarnstufe. Der 5. Link kommt wie immer unten drunter. Findet man im Internet denn. Und da gibt es dann auch 10 goldene Regeln. Ich glaube, wir wechseln uns mal ab jetzt. Die 10 goldenen Regeln, da müssen wir aber aufpassen, dass wir das jetzt nicht in Verbindung mit der Waldbrandstufe 5 bringen. Also nach wie vor gilt Waldbrandstufe 5, kein Feuer. Wenn Feuer, gibt es natürlich, wie du sagtest, die 10 goldenen Regeln. Genau, ich fange mit der ersten an. Die Obergrenze für Höhe und Durchmesser des Brennstoffhaufens beträgt 1 Meter. Genau, nur trockenes und naturbelassenes Holz verbrennen. Bei anhaltender Trockenheit und starkem Wind kein Holzfeuer entzünden. Abfälle gehören in die Mülltonne, natürlich nicht ins Feuer. Genau, Holzfeuer mit Holzspänen oder Kohlen bzw. Grillanzünder einfach. Wasser, Sand und mindestens auch ein Feuerlöscher sollte auf jeden Fall in der Nähe eines offenen Feuers sein, hier im Wald besonders. Genau, und nicht etwa Brandbeschleuniger wie zum Beispiel Benzin, Verdünnungsspiritus, weil Explosionsgefahr herrscht. Genau. Und natürlich sollte auch mit einer Feuerstelle immer weit genug von Gebäuden oder sonstigen Nebengelässen entfernt sein. Und bei starker Rauchentwicklung oder Funkenflug Feuer unverzüglich löschen. Ja, und natürlich, der Letzte macht das Licht aus, heißt es. Ja. Und hier, der Letzte bewacht das Feuer, bis es wirklich aus ist, ertränkt, ersoffen und nicht mehr brennt. Aber wie gesagt, das sind Hinweise für Wetterlagen, die wir in der nächsten Woche nicht haben werden. Da kommen wir später drauf. Haben wir gut abgelesen, oder? Hat keiner gemerkt. Siehste? So. Wo geht's weiter? Bei Ines. Ines Renner hat wieder weiter genäht. Auch meine Frau näht mittlerweile. Wie verrückt. Aber die Ines hat das Ganze organisiert, in die Wege geleitet und koordiniert das auch. Und nach wie vor ist sie dankend unterwegs. Sie dankt euch alle für die Unterstützung, für die Hilfe. Und sie ist mit den Masken auch ziemlich weit vorangekommen. Und unter der Telefonnummer der Ines Renner, die du hier wieder höflicherweise einblendest, kann angerufen werden, und die Masken, die fertigen, werden auch von ihr bis nach Hause gebracht. Siehst du mal, ein Service, oder? Ein toller Service. Das macht Burgheide aus, muss ich mal sagen. Hilfsbereitschaft findet man hier überall, wenn man das möchte. Und weil wir gerade bei Hilfsbereitschaft sind. Warum guckst du mich da so an? Ja, ich dachte, du bist hilfsbereit. Du weißt doch, dass ich ein kleiner Unternehmer bin, Matze. Ja. Wie stellst du dir jetzt das weitere Vorgehen mit mir vor?
Du gibst mir ein Bier aus oder so. Das finde ich gut. Ja, das geht nicht, weil du trinkst nichts unter der Woche. Ja, stimmt. Hm. Hast du vergessen, ne? Habe ich vergessen. So. Ja, aber da sind wir nämlich nochmal bei den kleinen Unterstützern. Es ist ja tatsächlich so, dass so die kleinen Unternehmen hier alle zu sind und zum Beispiel auch das Fliegerheim und so, konnte Ostern nicht Essen machen, aus welchen Gründen auch immer. Und da gibt's dann natürlich, oder wollten wir eigentlich mal so einen kleinen Aufruf mit starten, und zwar, dass man die kleinen Unternehmen unterstützt. Also da zählen natürlich auch Friseure und Werkstätten oder so und alle die, die jetzt gerade keine Kunden haben. Da kann man nämlich Gutscheine kaufen, habe ich gehört. Genau. Fragt man einfach. Hm? Die Unternehmen sind meist im Internet zu finden. Kann man auch anrufen vorher und sagt, man kommt mal rum. Und denn es kommen auch wieder Geburtstage. Es kommen Familienfeiern. Auch letztlich Waldbad ist auch noch nicht auf, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Gutscheinthema, aber auch Waldbad könnte man zum Beispiel zu Weihnachten Gutscheine für die nächste Saison kaufen. Eisbahn, Gutschein für Eisbahn. Ja, Gutschein zum Eisbahn. Gratis Eisbahn. Nein, aber wie gesagt, es geht jetzt um die Unternehmen hier, die gerade sehr von dieser ganzen Misere betroffen sind. Ja, also wenn ihr für irgendwelche Feiern irgendwas vorhabt, dann kauft doch einen Gutschein und verschenkt den einfach. Dann habt ihr schon das nächste Geburtstagsgeschenk oder was weiß ich, zu Weihnachten irgendwas habt ihr schon in der Tasche. Und jetzt schon an Weihnachten denken, sage ich immer wieder. Also ich fange ja im Januar damit an, da kommt mir leider Ostern dazwischen, aber... Genau, kannst du jetzt mal aufhören wieder, weil wir haben noch jemand, der auch noch was zu sagen hat, und zwar ein bisschen mehr als wir diesmal. Unser Bürgermeister Andreas Kreibig hat sich in Lutzes Garten verirrt und spricht jetzt zum Volk. Zum Thema Corona. Ach, zu was sonst. Wie immer. Bitte, lieber Andreas. Ja, einen wunderschönen guten Tag allen, die hier heute oder morgen früh die Sendung von Lutz und Matthias sehen werden. Ich möchte mich heute mal wieder ein bisschen einmischen in die Sache der Corona-Pandemie. Das heißt, es gibt ja eine neue Verordnung vom Land, eine sogenannte Eindämmungsverordnung, die ab heute bzw. ab Mittwoch, den 22. gültig ist, und wollte eigentlich nur mal darauf hinweisen, dass es da ein paar Beschränkungen gibt, die weiterhin bestehen. Und es gibt natürlich auch Öffnungsklauseln. Und für uns hier vielleicht interessant im Ort, unsere Einkaufsstellen sind ja oder waren geöffnet die ganze Zeit, wird ja auch so bleiben. Aber nochmal der Hinweis an Badeanstalten, Sportstätten, Spielplätze und Sportbetrieb. Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitnessstudios, Tanzstudios sowie der Betrieb von Thermen, Wellnesszentren und ähnlichen Einrichtungen ist untersagt. Ausnahmen von der Untersagung können in begründeten Einzelfällen durch schriftliche Genehmigung des zuständigen Gesundheitsamtes zugelassen werden. Der Besuch und die Nutzung von öffentlichen zugänglichen Spielplätzen ist untersagt. Spielplätze und Spielflächen von Schulen, Horten und Kindertagesstätten dürfen im Rahmen des Notfallbetriebes von Schulen, Horten und Kindertagesstätten genutzt werden. Dann haben wir noch Verbot von Zusammenkünften. Zusammenkünfte in Vereinen sowie in Sport- und Freizeiteinrichtungen. Die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen sind verboten. Das gilt nicht für Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen im Sinne des § 1 Absatz 3 Nummer 3. Gaststätten und vergleichbare Einrichtungen bleiben, wie gesagt, weiter geschlossen. Wir haben ansonsten die Möglichkeit, zum erweiterten Aufenthalt im öffentlichen Raum, das heißt, man darf auch mal ein paar Minuten auf bestimmten Plätzen oder Bänken zu zweit im gewissen Abstand verweilen. Ansonsten ist weiterhin das Betreten öffentlicher Orte untersagt. Öffentliche Orte im Sinne des Absatz 1 sind insbesondere öffentliche Wege, Straße, Plätze, Verkehrseinrichtungen. Satz 1 gilt nicht für Grünanlagen und Parks. Ausgenommen vom Verbot nach Absatz 2 sind die Betretungen, die erforderlich sind, um die zuverlässigen geöffneten Einrichtungen aufzusuchen. Betreten, für die in sonstiger triftiger Grund besteht, ein triftiger Grund besteht insbesondere für Betretungen, die erforderlich sind zum Aufsuchen des Arbeitsplatzes und zur Wahrnehmung beruflicher Tätigkeiten, zur Inanspruchnahme medizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen, insbesondere Arztbesuche und medizinische Behandlungen, zur Aufsuchung der Angehörigen sonstiger helfender Berufe, insbesondere Psycho- und Physiotherapeuten, sowie dies medizinisch dringend erforderlich ist, zur Abgabe von Blutspenden, zu Besuch bei Lebenspartnern, Eltern oder kranken Personen oder solchen mit Einschränkungen außerhalb von Einrichtungen, zur Wahrnehmung des Sorge- und Unterumgangsrechts im jeweiligen Piratenbereich sowie
zur Wahrnehmung eines familienrechtlichen angeordneten begleiteten Umganges, zur Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, zur Versorgung und Pflege von Tieren, zur Durchführung von Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung und zur Jagdausübung durch jagdberechtigte Personen, zur Wahrnehmung dringender erforderlichen Termine bei Behörden, Gerichten, Gerichtsvollziehern, Rechtsanwälten und Notaren, zur Teilnahme an zugelassenen pädagogischen Angeboten und zugelassenen schulischen Veranstaltungen in Schulen oder an anderen Lernorten. Ja, ich möchte noch mal dazu sagen, Durchsetzung der Verbote und Bußgelder, Verstöße gegen die in § 1 bis 12 dieser Rechtsverordnung erhaltenen Gebote und Verbote stellen gemäß § 73 Absatz 1 Nummer 24 des Infektionsgesetzes eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Also wie gesagt, die Verordnung tritt heute bzw. am Mittwoch in Kraft und läuft am 8. Mai 2020 statt. Selbst wenn sich die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin der Bundesregierung am 30. April wieder zusammen telefonieren, gilt für das Land Brandenburg diese Verfügung erstmal bis zum 8. Mai. Ich möchte auch dringend appellieren, die Öffnungen sind jetzt möglich oder sind möglich, Einkäufe sind möglich. Ich halte es aber persönlich, meine persönliche Meinung, nicht für zielführend, große Einkaufszentren zu öffnen, in denen sich sehr viele Leute erstmal aufhalten werden, wo Abstandsregeln sicherlich nicht so eingehalten werden, wie wir uns das alle vorstellen. Das heißt, wir müssen uns mal vorstellen, wir haben jetzt Mai, seit Januar, offiziell Januar, gibt es die ersten Meldungen zu dieser Erkrankung, zu diesem Coronavirus und die Monate vergehen, es gibt keine Besserung. Dann kommt noch was ganz Besonderes in diesem Jahr, zum Ende des Jahres, wie immer Weihnachten und Silvester. Und wenn man an Weihnachten alleine sitzt und seine Familie nicht besuchen kann, ich glaube, ist das nicht sehr zielführend. Auch unsere Gastronomen und Hotelbetriebe sind sehr stark belastet. Und wenn die Zahlen wieder steigen, also ich sag mal, diese Infektionszahl, die jetzt bei 0,8 liegt, der Übertragung, im Bereich von 1 oder 1,1, 1,2 steigt, werden wahrscheinlich die Maßnahmen alle zurückgenommen und wir sitzen wieder 4 bis 6 Wochen alle schön hier zu Hause und können gar nichts tun. Deswegen, mein Appell ist in Maßen und bitte nicht in Massen. Sonst sehen wir uns hier noch lange Zeit wirklich strengen Maßnahmen gegenüber. Eins möchte ich noch sagen, es geht doch um die Kitas und Schulen. Dazu wird es noch konkrete Allgemeinverfügungen der Landkreise geben. Bisher bleibt alles bis zum 26. April mit der Notbetreuung beim Alten. Der Landkreis arbeitet momentan an diesen Verfügungen. Das Einzige, was zu sagen ist, dass wohl auch unsere Schule laut Ministerium für Bildung, Jugend und Sport für die 6. Klassen am 4. Mai wieder öffnen könnte, für die 5. Klassen ab 11. Mai. Dabei müssen aber die Träger die entsprechenden Maßnahmen vorhalten, also die entsprechenden Hygienevorschriften, die Abstandsregelung vorhalten. Das wird beim Abstand sicherlich nicht so schwierig. Bei den Hygienevorschriften kann man sich schon vorstellen, geht es sicherlich um Desinfektionsmittel. Momentan sehen wir da noch ganz gut aus, aber es vielleicht auch um Atemschutzmasken, wobei die ganz normalen, einfachen Atemschutzmasken momentan auch schlecht zu bekommen sind. Da wird es wahrscheinlich dann so sein, dass jeder seine Maske mitbringen muss. Wenn das so sein muss, geht es noch gut. Wenn es nicht so sein muss, hat der Träger, in dem die meinen, natürlich ein großes Problem, stets und ständig für Maskennachschub zu sorgen. Der wird irgendwann einfach abbrechen. Ja. Dann habe ich noch zu sagen, dass es eine Verordnung gibt, die herausgegeben worden ist, die auch schon im Netz rumschwirrt, und zwar die Allgemeinverfügung des Ministeriums für Soziales, Integration und Verbraucherschutz zur Bestimmung der Badesaison für das Jahr 2020 im Land Brandenburg. Diese Bestimmung gilt für die Bewirtschaftung der Badegewässer im Land Brandenburg. Das heißt, die Badegewässer im Land Brandenburg sind die öffentlichen Badestellen an Seen und sonstigen Kiesgruben oder anderen Gewässern. Dort wird die Badesaison erst voraussichtlich am 13. Juni beginnen und am 6. September enden. Inwieweit unsere Freibäder hier im Bereich betroffen sein werden, können wir noch nicht sagen. Dazu muss auch der Landkreis tätig werden und das Gesundheitsamt vom Landkreis wird dazu auch noch eine Allgemeinverfügung herausgeben, um zu sehen, wie lange wir eine Badesaison haben werden. Unsere
Naturbadverein ist natürlich in Hab-8-Stellung dementsprechend, um auch zu sehen, es müssen ja noch Vorbereitungen getroffen werden, können auch die Maßnahmen alle erfüllt werden, die da gefordert werden im Hygieneplan. Das müssen wir alles noch abwarten. Das wird eine sicherlich anstrengende Aufgabe. Ja, und zum Schluss, unser Museum, hatte ich heute schon mal in die Facebook-Gruppe geschrieben, unser Museum der IL18 wird nicht öffnen. Der Vorstand hat sich darauf vereinigt, der Hans-Krahl-Gesellschaft frühestens am 6.6. mit dem Betrieb zu beginnen, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt. Ja, dann möchte ich mal Lutz und Matthias danken dafür, dass ich heute hier sein durfte und ein paar Worte sagen durfte. Und bitte darum, in Maßen und nicht in Massen die Öffnung zu nutzen. Jo, danke. Ja, vielen Dank an den Bürgermeister. Er war ja sehr umfangreich wieder mit Infos zur Hand. Finde ich eigentlich cool, dass er das macht, dass er auch seine Infos hier gleich per Kamera und selben Ton, eigenen Ton hier nicht nur mit Zettel ausgehängt, verbreitet. Finde ich wirklich top. Es wäre jetzt auch blöd gewesen, wenn wir ihn auf den Marktplatz gestellt hätten und sagen, so, jetzt rede zum Volk und es ist keiner da. Das wäre ja auch blöd. Jo, und damit es jetzt nicht so lang wird, schicken wir Matze gleich wieder auf die Wetterleiter. Mein Guter, was gibt's denn mit dem Wetter? Wann regnet es endlich? Nö, nicht. Nicht und schon gar nicht diese Woche. Und deswegen die Überleitung von vorhin von der Waldbrandstufe 5, die wird uns auch durchweg erhalten bleiben die ganze Woche. Die Temperaturen werden weiter klettern in der Woche. Montag sind wir noch bei 15 Grad. Das geht bis zum Freitag auf die 24 Grad hoch, circa. Und auch Richtung Wochenende dreht sich dann der Wind von Ost, Nordost nach Süd, Südwest. Das heißt, auch die Nächte werden dann wärmer. Die gehen dann in einen oberen einstelligen Bereich bis an die 10 Grad rein. Das heißt, es wird Richtung Wochenende angenehmer. Jetzt scheint schon schön die Sonne. Wenn man in der Sonne steht, ist es schon wunderbar warm. Ja. Aber der Regen kommt nicht. Und das ist auch die Gefährlichkeit hier im Wald mit der Waldbrandstufe. Man kann es nicht oft genug sagen. Lasst die Feuer aus. So ist es. Jo. Diesmal, das war es diesmal. Ich hätte fast gesagt, ziemlich kurz und schnell. Aber war es ja gar nicht. Es war ja doch ziemlich lang. Ich glaube, wir lassen es jetzt mal mit den Infos. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Nehme ich ganz stark an. Ja. Ja. So, jetzt bin ich mal dran. Huch. Ich denke, das reagiert nur auf mich. Ja, es geht bei mir auch. Wir sehen uns wieder, wie gesagt, nächsten Montag immer hier vor der Kamera der Matze und Lutze. Und tschüss. Ciao.